Was brauchen wir nochmal für Bänke? Holzplanken und Nägel. Wir können auch drei Bänke bauen, also insgesamt sechs Bänke bauen. Also vier brauchen wir. Viel Holzplanken und viele Nägel. Ja, es war ein Erfolg. Wir haben ein wenig Geld bekommen. Wir brauchen hier noch irgendwo irgendwas, wo wir den Typen verschaffen können. Der kommt dahin. Haben wir eigentlich immer noch? Ja, wir haben immer noch diese flüchtige Gebete. Das geht uns offensichtlich nicht. Also offensichtlich kann man das immer wieder benutzen. Das ist gar nicht mal blöd. Den Typen lasse ich jetzt nochmal da drin liegen. Wir müssen viel mehr Holzplanken und Nägel erzeugen. Wie viel waren das? 8 Stück. 8 Stück. Wir haben 4 Bänke. 16, 32 brauchen wir. Und das andere waren 6 Stück. 24. Jetzt brauchen wir viel mehr Metall. Gut, davon haben wir nichts mehr. Hat schon jemand gesagt, das Ganze ist ein Grinding-Game? Ich glaube ja. Ach, das verbraucht heftig viel Energie. Das verbraucht definitiv heftig viel Energie. So, der Kram kommt da rein. Der Glaube kommt eigentlich woanders rein. Hier haben wir nochmal eine Geschichte. Alles klar, eine Bestattungsurkunde. Das Glas kommt drinnen rein. Hier haben wir die Nägel. Die schmeißen wir mal hier mit rein. Geschichte, Bestattungsurkunde, Glas. Die Bestattungsurkunde müssen wir auch dringend mal wegbringen. Wir haben schon 9 Stück davon. So, hier können wir nochmal... Ach, das spare ich jetzt. Natürlich können wir das vielleicht schon verwandeln, aber das müssen wir ja jetzt nicht. Und ich könnte auch mal das Fleisch verbrauchen, statt die ganze Zeit zu pennen. Ich fühle mich so erfrischt. So, ich muss jetzt mal ganz kurz schauen, wie viel wir haben. Wir haben 12 Stück, 25, da brauchen wir noch ein bisschen. 25, 31. Verdammt, wir brauchen noch genau einen dazu. Wir brauchen insgesamt noch 19 Stück. Das heißt, 5 Balken bleiben übrig. Der Rest wird zu Holzplanken gebracht. Bis zu unserem nächsten Gebet wird die Kirche rausgeputzt. Ja, gut. Eine kleine Mahlzeit, 4 Steaks. Aber die guten 400 Gramm Steaks natürlich. Und schon kann man direkt schnell weiterarbeiten. Es gibt zumindest Arbeitspunkte, das ist gar nicht mal schlecht. So, damit haben wir die Dinge. Jetzt brauchen wir, was habe ich gesagt, 24 Nägel. Wir haben 6 Stück. Wir müssen das Ganze noch dreimal wiederholen.
Die brauchen noch 19? Wieso haben wir nur 19? Ich hab zwar. Ach ja, genau. 32, jetzt passt. Die Nägel nehmen wir mit. Ich nehme mir hier mal nochmal ein paar Steaks mit. Ich glaube, Beschläge brauchten wir auch, oder? Ich weiß es gerade nicht. Wir schauen mal, vielleicht funktioniert es ja. Vielleicht sind die Bänkchen ja einfach so normal zusammengebastelt. Ja, ich weiß, da ist eine Leiche drin. Da haben wir ein Loch für eine Leiche. So, Kirchenbank. Mehr Nägel, ja. Wir brauchen also nur Nägel, das ist gut. Oh, das Ding ist schon fertig gebaut. Das ist auch gut. Halt, wir bringen den Glauben direkt mal weg. Wir haben eigentlich effektiv nicht wirklich was untersuchen sich zu lohnt. Dann machen wir jetzt einfach mal das Werkzeug. Es gibt immer eine schöne rote, einen Haufen rote Punkte. Und das Zeug hier auch. Das ist gut. Das können wir nicht. Das können wir nicht. Aber das können wir. Ein rostiges Schwert. Ich hätte wahrscheinlich die Utensilien draußen mitnehmen sollen. Ach, egal. Also die wir da oben in der Kiste haben. Was hat er uns jetzt nochmal? Vier gute Fischfilets. Die müssen wir halt machen, wenn wir mal die Fische haben und die ganzen anderen Sachen. Ach, guck an, da ist das nächste Ding. Das ist gut. Mach gleich mehr Eisen, bitte. Zack. Was können wir denn noch weiter vorbereiten? Wir können zum Beispiel mal den Kram hier aufräumen. Andere Tische oder sowas haben wir, glaube ich, nicht. Den hölzernen Amboss könnte man theoretisch auch mal abreißen. Den brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Da machen wir noch mal ein bisschen Brot. Es wird neblig, das ist sehr supi. Ich glaube, neblig ist gut für eine Bestattung. Wir müssen mal die besseren Sachen auspacken. Wobei, der hat zwei rote Punkte. Der geht zur Stadt. Der hat zwar Potenzial mit seinen fünf Köpfen, aber der geht erstmal zur Stadt. Wir können nochmal zwei Holzumzäunungen bauen für die Gräber da oben. Und es ist wieder hell geworden. Wie man das so erwartet. Ich versuche den Tag jetzt einfach mal durchzumachen. Wir wissen ja, wo wir Kohle herkriegen. Das ist halt nur eine ewige Reise. Aber wir wissen, wo wir Kohle herkriegen. Machen wir nämlich die beiden Gräber da nochmal mit Zäunen. Zack.
Schon aber die Qualität erhöht. Yay. Damit haben wir schon, glaube ich, die Hälfte der Qualität, die wir benötigen. Ich weiß nur noch nicht, wo wir schwarze Farbe herkriegen. So, zack. Keine Energie mehr. So, 16 davon. Vielleicht reicht's ja. Ich sollte noch die restlichen Steaks mitnehmen. Guck mal, Brot. Dann Steak. Vielleicht machen wir doch mal die restlichen Steaks. Ach, verdammt, das war Brot. Ist aber auch egal. Wichtig ist, dass es läuft. Weil dann haben wir eigentlich alles richtig gemacht. Gleich macht es wieder Ding liegen und der Esel hat wieder was angekarrt. So kennt man ihn ja. So, Kirchenbank. Bank. Zwei Bretter fehlen uns noch und 8 Nägel. Habe ich mich wohl verrechnet. Bretter oder so. Ja, 2 Bretter und 6 oder 8 Nägel. Dann erst nochmal ein bisschen Steaks reinschmeißen. Fix ein paar Bretter machen. Ich glaube, jetzt müssen wir auf das Eisen hier warten. Ich setze mich derweil mal anders hin. Irgendwie muss ich die Zeit ja durchkriegen. Puh. Fällt mir ein, haben wir eigentlich irgendwo die Möglichkeit, schwarze Farbe herzubekommen? Herstellen Tinte, ja. Ich weiß nur noch nicht, wo man die Farbe herkriegt. Kann man die aus Kohle auspressen? Ich weiß es nicht. Oh, hier kann man auch Holzbalken herstellen. Auch dazu fehlen uns 10 Glaube. Hatten wir da nicht irgendwo... Oh, wir können den Kram mal freischalten. Ding. Nee, offensichtlich ist das die einzige Variante, wie wir Holzbalken herstellen können. Das ist okay. Ich dachte, wir hätten ja noch irgendwo was anderes gehabt, aber gefertigt eine Kreissäge. Ich glaube, dafür müssen wir dann tatsächlich unser Dings erhöhen, also vergrößern. Bis auf den Glauben und den restlichen Kram, da haben wir es ja schon zusammen. Also den spirituellen Krams. Das Ding ist gleich fertig, dann machen wir noch mal ein paar Nägel. Komm. Schmeißen es gleich nochmal an. Ach, es wird auch bald Nacht. Das ist angenehm. Ich glaube, wir sind dann auch bald an dem Tag, an dem wir Dinge mit dem Herrn Exquisitor besprechen können. So, eine Bank fehlt uns noch. 2 Nägel. Oh, ist ja nicht wahr. Zwei Nägel. Das kippelt doch nicht.
Haben wir nicht gerade eine. Nee, wir haben keine Leichenkeller. Ja, du brauchst noch eine ganze Ewigkeit. Unser Brot ist fertig. Gebratenes Fleisch. Zwei Nägel brauchen wir noch. Das Zeug hier wächst nicht nach. Warum auch immer. Den Kram können wir jetzt auch fällen, das ist ja angenehm. Machen wir das doch mal. Ach, wir haben jetzt Nacht. Ja, wir holen jetzt noch den fix den Baumstamm und gehen dann nochmal ins Bett. Weil in der Nacht lohnt es sich wenigstens ins Bett zu gehen. Aber vorher können wir nochmal das Kochen anwerfen. Dann wachen wir morgen mit schön frisch gebratenem Fleisch auf. In der Nase. Also, du weißt schon, was ich sagen will. Weil ich glaube, das ist der falsche Tag, den wir heute haben. Na egal. Ah, lecker gebratenes Fleisch, das auf dem Boden rumliegt. Genau so möchte ich immer erwachen. So, Nägel. Jetzt kaufen wir uns die letzte Bank. Muss doch mal gehen. Ich hätte noch direkt nochmal Metall reinwerfen dürfen. In den Ofen. Hier ich eine Bank. Zack. Damit haben wir schon 9 Punkte. Das ist fast die Hälfte von dem, was wir, glaube ich, brauchen. Unser Friedhofswärterjob funktioniert so langsam. So, Eisenbarren, Questen. Die Flasche Wein, okay. Dings auf dem Häckselhügel, Beweise, dass man sich mit ihr unterhalten sollte, ja, ist okay. Erreiche 30 auf dem Friedhof, 20 Dings, 4 gute Fischfilets. Bringe 5 Honigtöpfe. 6 Motten, 10 die Tinte ist halt das Problem. Finde einen Stempel, verkaufe ihm Fleisch. Machen wir es doch einfach mal einfach. Verdienen wir uns doch mal Geld. Bestattungsurkunden nehmen wir mit. Und wir nehmen die 10 Papier mit. Vielleicht will er, nimmt er sie ja zurück. Die Geschichte geben wir zurück. Leitfaden für Geistliche. Effekt bei Benutzung plus 5 Dings. Vielleicht sollten wir das mal tun. Zack, benutzen. Technologien. Jetzt haben wir. Naja, gedacht. Aber wir haben ein paar Sachen bekommen. Das ist schon mal nicht schlecht. Die Nägel lassen wir hier. Die brauchen wir nicht. Den Schleifstein müssen wir bald mal ersetzen. Wahrscheinlich unter Schmiedekunst. Wo können wir Schleifsteine bauen? Der Ofen 2 wäre halt sehr interessant. Linse, verbesserte kegelförmige Gefäße, Stahlteile, yay. Geborener Schmied entspannt uns halt, aber... Marmor, sammeln Diamant, ist sehr gut. Genau, wir kochen uns einen Schleifstein zusammen oder wir pflanzen einfach Schleifsteine ein. Das ist natürlich auch eine super Sache. Wir pflanzen die einfach an. Wir können Kapitel herstellen am Tisch. Ich weiß nicht, ob das der Arbeits... Geschichten erfinden. Arbeitstisch ist.
schönes Buch, leeres Papier, Druckerpresse, Mehrdruckerpresse, Theologie, ein theologischer Schleifstein, das ist doch auch mal gut. Anatomie und Alchemie ist, sieht man hier unten, das, da sind wir auch schon fast durch. Naja gut, gehen wir mal ins Dorf. Jetzt kommt garantiert der Esel entgegen. Garantiert. Und versuch mal mindestens unsere Urkunden loszuwerden. Vielleicht schaffen wir es auch, unsere anderen Sachen loszuwerden. Ah, für den brauchen wir noch Technologie, alles klar. Na ja, klar, Esel. Du bist mindestens genauso nutzlos wie bei Shrek. Und wesentlich weniger süß. Totes Pferd. Alles klar. Können wir dir erstmal nur eins andrehen? Gib ihm das Papier. Papier ist eine Erweiterung der Poetenseele. Nee, es gibt nichts wirklich Poetisches an Papier. Okay, vielleicht. Den Teil hatten wir schon mal, deswegen. Okay, wir können in 2 Tagen mal zum Leuchtturm gehen und da den Typen fragen. So, handeln. Bestattungsurkunden. Zack. Wir haben Geld, 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 Geld. Ein Ruhestein. Was ist das? Ein Bier. Mehr Bier. Fleischpaket, Bestattungsurkunden, Brennholz. Du redest lieber mit meinem Ehemann. Er hat dir das Sagen. Alles klar. Du warst Frau Anmut. Du interessierst also nicht. Ja. Ich will nur wissen, was du hast. Fischdelikatessen, lecker und gesund, Konditorei und Pasteten. Ah, bei der Frau können wir also Rezepte kaufen. Jetzt sollten wir uns mal um die Leiche kümmern, die da hinten irgendwo rumliegt. Ich nehme mal den schnellen Weg. In der Hoffnung, dass er wirklich schnell ist. Und mich interessiert auch, was es da hinten gibt. Ah, da liegt wieder das Eisen rum. Jetzt hat er die Möhren gefressen. Die Sau. Eine 97er Leiche. Das Fleisch entfernen wir auf jeden Fall, weil wir es gebrauchen können. Was passiert, wenn wir das Herz rausholen? War nicht so gut. Geh da rein. Komm schon, da ist doch ewig viel Zeug drin. Oh, das war nicht so gut. Es gab 2 mal Ärztefusch, die wir nicht rausholen können. Das Hirn? Hirn braucht doch keiner. Ist voller Sünde. Es wird immer schlechter. Dann entfernen wir noch ein bisschen Blut. Das wird zumindest besser, weil weniger Leute drin, Sachen drin sind. Schädel. Dann entfernen wir jetzt einfach mal alles aus dieser Leiche. Das gibt zumindest Bio-Punkte. Und mit der Haut können wir auch noch irgendwie arbeiten. Ach, keine Energie mehr. Wir haben Nacht. Bei Tagen müssen wir also zum Leuchtturm. Jetzt pennen wir erstmal in Ruhe.
Jetzt müssen wir morgen zum Leuchtturm. Und am Tag nach dem Leuchtturm müssen wir noch eine Predigt halten. In der Hoffnung, dass da mehr Leute kommen. Und mehr Glaube liegen lassen. Ich fühle mich erfrischt. Ah, wir haben kein Fleisch. Ja. Dann machen wir mal ein bisschen Fleisch wieder. Zack, Fleisch bitte. Okay, das ist direkt verbraucht. Alles klar. Mehr Eisen bitte. Ich mach, lass die Dinger generell jetzt einfach mal hin und wieder laufen, wenn ich dran vorbeikomme, weil es lohnt sich, glaube ich, viel davon zu haben. So, ein Resthaut rausholen. Dreimal Ärztefusch. Der hätte mal bessere Doktoren zu Lebzeiten suchen sollen, so verfuscht wie der ist. Unter den Bedingungen. Ciao. Wahrscheinlich beschweren sich die Stadtbewohner irgendwann, dass ihre Leichen wieder zurückkommen. Das Zeug kommt dann wieder zurück. Da haben wir nochmal ein Eisen, was ich eigentlich weglegen muss. Ich schau mal nach oben, ob wir vielleicht irgendwas mit den Bienen machen können. Vielleicht können wir einen Bienenstock oder sowas bauen. Gab es dafür nicht Technologien? Nicht da. Landwirtschaft. Bienenzucht. Die müssen wir erst erlernen. Gehen wir mal hoch und schauen, was die braucht, weil wir brauchen noch diese 5 Honigtöpfe. Mensch, Mensch, Mensch. Ich bin Friedhofswärter und kein Allround-Talent. Ach, wir brauchen auch noch zweimal leeres Papier. Ach, verdammt. Einfache Eisenstücke, Holzplanken. Jetzt will ich tatsächlich erstmal das hier fertig haben. 200 Punkte Arbeit. Aber wir kriegen jetzt ein zweites Stück. Das ist ja angenehm. Das kriegen wir generell. Wir brauchen mehr Arbeit. Nehmen wir uns halt mal ein bisschen was mit. So, von der Arbeit her. Holz und Stein und so ein Scheiß schadet eigentlich nicht, glaube ich. Ich will jetzt aber auch nicht zu viel mitnehmen, weil ich glaube, dann haben wir nämlich einfach zu viel, unter anderem einfach zu viel davon und die Kiste verstopft. Ein Stack reicht in der Regel. Ja, ist gut. Bleib halt innen drin liegen. Passt du da noch drauf? Nein, passt du nicht. Der kommt rein, der kommt rein. Das Holzstückchen kommt rein. Okay, du passt da gar nicht mehr rein. Kann ich hier Glas machen, dann ist der Flussrand zumindest weg. So. Hier brauchen wir die manuelle Arbeit. Jetzt ist sehr viel davon. Ich will nämlich da unten das Dingssystem, das Tunnelsystem auf Vordermann bringen. Damit wir da auch endlich mal durchlaufen können und nicht ständig außen rum. Das geht mir nämlich ein bisschen was auf den Kekszeiger und überhaupt und ach, bäh.
Scheiß bleibt da. Wir haben auf jeden Fall ein paar von den Balken, das ist gut. Dann produzieren wir noch weiter Balken, das gab ja auch ein bisschen Arbeit. Holzplanken brauchen wir auch. Also powern wir uns mal eben fix an der Werkbank aus. Der Kram da, der Kram da. Der natürlich erst die hier rausgenommen, war ja klar. Das Glas landet sowieso drin. Zack. Karottenschnitzel. Ich brauche die Karotten für andere Dinge. So, ich schmeiß mal das letzte bisschen Brennerholz rein. Dann haben wir das zumindest weg.